Hallo und herzlich willkommen zu diesem Preview oder Leak-Video von dem deutschen Kreuzerbau von World of Warships. Hier wird euch jeder Kreuzer von Tier 1 bis Tier 10 präsentiert und dieses Video ist eigentlich ein Video von einem schon bestehenden Video. Allerdings ist es nicht so aufbereitet, wie ich es mir gerne selber vorgestellt habe und auch nicht irgendwo besprochen und das würde ich gerne nachholen und dementsprechend schauen wir uns das als einfach zusammen an. Diese Daten stammen von dem Client, zumindest auf dem North America Server. Da sind sie nämlich schon vorhanden, zumindest eben tief im Spiel verborgen. Und so war es diesem Spieler möglich, euch schon diese Schiffe zu präsentieren. Ein Dankeschön natürlich, auch wenn du mich nicht verstehst, an dich dafür. So, die Hermelin hat 128 mm Geschütze, 2x2 Stück. Vorne einen Turm, hinten einen Turm mit jeweils zwei Läufen. Eine Feuerrate von 12 Granaten in der Minute und die Turmdrehgeschwindigkeit sind 20 Sekunden für 180 Grad. Da gibt es noch eine Verbesserung dann der Kanonen. Da seht ihr, da verbessert sich die Feuerrate auf 15 Granaten in der Minute und die Drehgeschwindigkeit wird reduziert auf 18 Sekunden. Dann gehen wir nochmal auf die Schiffsdaten selber ein. Ihr seht, 9000 HP hat die Hermelin. 10,1 Kilometer ist die Feuerreichweite. Eine Maximalgeschwindigkeit von 24,3 Knoten. Und die Sichtbarkeit ist bei 8,6 bzw. bei 4 Kilometer angegeben. So viel zu Hermelin. Das Ganze wird jetzt von der Tier 2 Dresden weitergeführt. Die Tier 2 Dresden hat von der Größe kleinere Kanonen. 15 Granaten pro Minute werden geschossen bei 18 Sekunden Turmdrehgeschwindigkeit. Ihr seht aber, dass er in Summe 10 Kanonen an Bord hat. Also von dem her ist dann die Bewaffnung dann schon deutlich verbessert bei 15.800 Hitpoints, 25,5 Knoten, Endgeschwindigkeit bei Sichtbarkeit 9,5 bzw. 4,5 aus der Luft. Die Dresden hat eine zweite Hülle bzw. einen zweiten Rumpf und zwar verbessert der nochmal das Ganze um, zwei weitere Türme und die Hitpoints steigen auf 17.100. Die Feuerreichweite wird verbessert um 10% auf 8,9 Kilometer. Auf die Dresden folgt die Kolberg. Die Kolberg hat 17.200 Hitpoints, eine Feuerreichweite von 8,3 Kilometer. Die 12 Kanonen, die wir schon von der Dresden kannten, etwas verbesserte Maximalgeschwindigkeit mit 27,6 Kilometer, 9,7 Kilometer Sichtbarkeit, ansonsten aus der Luft 4,9. Die Bewaffnung bleibt so wie sie ist, da kann man nichts mehr verbessern, allerdings auch hier gibt es einen weiteren Rumpf, und zwar den B-Rumpf. Der B-Rumpf verbessert das Ganze um 1100 Hitpoints auf 18.300. Und auch hier kann man wieder die Reichweite der Bewaffnung verbessern um 10% auf dann 9,1 Kilometer. Die Kolberg. Auf die Kolberg folgt die Karlsruhe. Die Karlsruhe, der T4-Kreuzer, ist der erste Kreuzer, der dann auch Torpedos mit sich mitführt. Die Hitpoint-Anzeige sagt 19.700 bei 10,6 Kilometer Reichweite. Hauptbewaffnung 8x1, 150 mm Geschütz und auch eine Sekundärbewaffnung ist vorhanden. Die
Torpedos werden hier, glaube ich, leider noch nicht gezeigt, sind aber bei 4 Kilometern, das zeige ich, werdet ihr auch noch feststellen. Ansonsten 27,9 Knoten, Geschwindigkeit, Sichtbarkeit 10,6 und aus der Luft 5,5 Kilometer. Hier sehen wir 25,7 Sekunden die Drehgeschwindigkeit bei 7 Granaten pro Minute. Also hier die Drehgeschwindigkeit deutlich langsamer. Die Hitpoints steigen mit dem B-Rumpf auf 22.700. Und hier kann man jetzt sich die Zahlen von den Torpedos dann nochmal zu Gemüte führen. Der Dock-Torpedo hat 10.500 ungefähr Maximalschaden, kommen nur 4 Kilometer in dem Fall durch die Verbesserung auf 11.200 bzw. 6 Kilometer. Allerdings verlieren die auch einen Knoten Endgeschwindigkeit und die Feuerrate selber reduziert sich und verschlechtert sich auf 1,1 in der Minute. Die Reichweite wird auch hier wieder um 10% verbessert auf dann 11,7 Kilometer. Hier seht ihr jetzt auch nochmal 2x2 Torpedos. Nun hier 5. Königsberg. Königsberg ist dann das erste Schiff, was schon ein bisschen anders aussieht. Auch die Bewaffnung wird eine andere sein. Ihr seht, die Hauptbatterie sind 3x350mm Geschütze, wobei ein Turm vorne sitzt, zwei sitzen hinten. Wir haben 22.600 Hitpoints. Torpedo-Reichweite ist hier von Beginn an 6 Kilometer und wir haben 4x3 Torpedos. Das heißt, jede Seite kann in Summe 6 Torpedos abschießen, 2x3 hier und 2x3 auf der anderen Seite, 32,9 Knoten Endgeschwindigkeit, Sichtbarkeit 12,4 bzw. 6,4 aus der Luft und wir sehen 8 Granaten in der Minute bei einer sehr langsamen Drehgeschwindigkeit von 30 Sekunden für 180 Grad. Die Königsberg hat auch wieder einen B-Rumpf. Dieser verbessert die Flak um 4 auf dann in Summe 10. Dabei wird ein Turm eingebüßt, sekundärer, und die Hitpoints erhöhen sich auf 24.300. Die Torpedobewaffnung selber wird sich dann übrigens lange Zeit so mitziehen. Und auch hier wieder 10% auf 16,5 Kilometer dann verbessert mit der Modifikation. Und hier die Torpedos, auch die, wie gesagt, diese Bezeichnung, allerdings ein bisschen mehr Schaden, 6 Kilometer Reichweite. Und die Nachladezeit bleibt bei allen ziemlich ähnlich. Also ihr könnt es auch bei den Deutschen so als Faustformel sagen, so in etwa um die 60 Sekunden. In den High Tiers wird sogar nochmal etwas länger brauchen die ganzen, um nachzuladen. Nun, Tier 6, die Nürnberg. Die Nürnberg hat 23.800 Hitpoints, hat dann auch ein Flugzeug dabei. Die Main Battery kommt 15 Kilometer weit, 3x3, auch wieder hier ein Turm vorne, zwei sitzen hinten und auch sekundäre. Und hier haben wir auch 4x3, also wieder auf jeder Seite 6 Torpedos. Wie bekannt. Feuerrate ist jetzt hier allerdings bei 10 Granaten und die Turmdrehgeschwindigkeit fällt von vorher 30 auf wieder 23,7 Sekunden. Der B-Rumpf gibt etwas mehr Anti-Air, also etwas mehr Flachs, erhöht die Hitpoints auf dann in Summe 27.000. Auch die Torpedos machen 13.700 Schaden und eben 0,9 Mal in der Minute kann geschossen werden, also eben als Faustformel knapp über 60 Sekunden. Hier auch die Verbesserung um 10%, dann auf eine Reichweite von 16,5 Kilometer und das ist für Tier 6 absolut guter Wert.
Ein sehr schönes Schiff, wie ich finde. Und auf die Nürnberg folgt dann jetzt auch die York. Die York hat ein etwas anderes Layout dann wieder von dem ganzen Setting des Schiffs. Hitpoints sind 27.200. Eine Feuerreichweite in der Stockausführung von 15,7 Kilometer. Hat dann erstmalig 4x2 210 mm Geschütze. Wieder die Torpedobewaffnung bleibt gleich. Ihr seht auch wieder 6 km Reichweite. 4x3 533 mm. Also auch hier wieder so wie schon bisher bei den Vorhergängern, bei den vorherigen war. Gerade die Bewaffnung ist hier natürlich umso spannender. 5 Granaten die Minute, allerdings mit satten 51,4 Sekunden Turmdrehgeschwindigkeit für 180 Grad. Also da muss man schon definitiv ein bisschen planen fahren. Man kann es auch nicht mehr verbessern, also das ist bei der York Stand der Dinge. Es gibt dafür einen weiteren Rumpf, der B-Rumpf. Hat dann 32.600 Hitpoints, alles andere bleibt aber zum A-Rumpf gleich. Die Torpedos, auch da gleiches Bild wie von der Nürnberg. Die Reichweite hier um 10% dann verbessert auf 17,3 Kilometer. Wenn es eine Bezeichnung für die Schiffe geben würde, die nicht nur Kreuzer ist, würde man diese Schiffe auch schon eher als schwere Kreuzer im Übrigen betiteln. Nun T8 Admiral Hipper, 37.300 Hitpoints. Bei einer Reichweite von 16,1 Kilometer kommen die 4x2 Rohre mit 203 mm eben 16 Kilometer. Und es gibt natürlich auch wieder hier sekundäre Geschütze, die Torpedoreichweite und die Torpedos selber. Altbekanntes Bild. Vorne zwei Türme, hinten zwei Türme. Hier sieht man, da ist jetzt auch die Turmdrehgeschwindigkeit wieder deutlich reduziert auf 22,5 Sekunden bei 4,6 Granaten in der Minute. Was ein bisschen unter 15 Sekunden, 14 Sekunden dann entspricht im Übrigen. Der B-Rumpf hat dann 43.800 Hitpoints, bekommt deutlich bessere Anti-Air-Bewaffnung, paar Flaks mehr spendiert. Die Torpedos auch da, ihr seht, die bleiben einem sehr lange erhalten. Auch hier zu den vorherigen keine Änderung. Und die Reichweite dann um 10% verbessert auf 17,7 Kilometer. Nun folgt das vorletzte Schiff, und zwar sehen wir uns den Tier 9 Kreuzer Rhone an. Da haben wir satte 43.400 Hitpoints, kommen mit dem Hauptgeschützen 16,2 Kilometer weit. Das sind 3x3 203 mm Geschütze, und die sekundären haben wir hier schon deutlich mehr. Also im Nahkampf wird es schon viel spannender. Wir haben 2x4 Torpedos, also hier verändert sich dann das Layout wieder ein wenig. Mit 6 km Reichweite, die Torpedos selber bleiben die gleiche, allerdings eben auf jeder Seite nur noch 4 und nicht wie davor auf jeder Seite 6. Wir sehen 4,6 Granaten pro Minute bei einer Turmdrehgeschwindigkeit von 30 Sekunden, aber hier gibt es noch eine zweite Konfiguration. Und zwar verbessert diese dann die Feuerrate um 0,4 und die Turmdrehgeschwindigkeit um 7,5 Sekunden dann auf 22,5. Mit dem
B-Rumpf, wollte ich schon sagen. Jetzt haben wir den B-Rumpf. Bekommen wir dann 49.500 Hitpoints und alle anderen Sachen bleiben aber soweit gleich. Nun wieder zu den Torpedos. Auch hier, ihr seht, im Prinzip bleibt alles gleich. Allerdings hier nochmal eine geringere Feuerrate. Geringer also in der Form, dass man weniger Torpedos pro Minute abfeuert. Die Nachladezeit erhöht sich also praktisch vom Vorgängerschiff. Und die Reichweite um 10% verbessert auf 17,8. Und nun, nachdem wir uns noch einmal die Rohen in ihrer vollen Pracht anschauen, kommen wir nach der Rohen natürlich zum Flaggschiff, dem Tier 10 Kreuzer Hindenburg. Die Hindenburg, ein wunderschönes Schiff. 51.900 Hitpoints und hier natürlich gibt es keine Verbesserung mehr, dementsprechend bleiben hier diese Werte gleich. Wir haben 17,8 Kilometer Reichweite, hier mal 3 Geschütze, also vorne 2 und hinten 2. Allerdings deutlich mehr Torpedos, 4x4, also auf jeder Seite kommen 8 Torpedos raus, da hat man dann schon seinen Spaß. Und die Endgeschwindigkeit sind hier bei dem Schiff 32 Knoten. Und auch die Flak, seht ihr, hat man da dementsprechend einiges, was in den Himmel schießt. Wir haben 5 Granaten pro Minute bei 22,5 Sekunden Drehgeschwindigkeit bei 180 Grad. Ansonsten alle anderen Zahlen und Daten kennen wir ja. Bis auf die Torpedos, die schauen wir uns jetzt noch einmal an. Sehen auch hier 6 Kilometer, 64 Knoten, 13.700 und 0,7 pro Minute. Also in dem Fall so, wie man es auch von den davorhergehenden kennt. Alles andere, Reichweite 17,8 Kilometer, verbessert sich nicht und auch der Motor sieht man anhand der Endgeschwindigkeit bei 32 Knoten. So, dann hoffe ich, dass es ein sehr ausführlicher Einblick in diese Schiffe war. Ich selber freue mich sehr stark darauf und freue mich, die euch auch bald in Live, Farbe und Bewegung präsentieren zu können. Von dem her, bleibt mir treu. Bis bald, euer Alcaramba.